Das ist doch alles ein Zeichen, dass so ein großer Verein hinter uns steht, zu uns steht und mit uns gegen Rassismus kämpft. Das macht uns einfach stolz. Hätten wir das gewünscht, ohne dass Eintracht Frankfurt das von sich aus gewollt hätte, hätten wir tausende E-Mails schicken können. Aber entweder man hätte das überhaupt gar nicht wahrgenommen, gelesen oder überhaupt diese Zeit genommen, hierher zu kommen. Aber das kam von Eintracht Frankfurt selbst. Und das macht uns natürlich sehr stolz als Familie, sowas zu erleben. Und mit dieser Geste, was er dann gemacht hat, mit dieser Trikot hochhalten, was dann um die Welt ging. Ich meine, das kannst du nicht kaufen. Das kannst du nicht kaufen. Es kommt einfach aus dem Herzen. Entweder du machst es, es ist unkäuflich, unbezahlbar, so eine Geste, oder du machst es nicht. Und Armin hat es gemacht. Und das macht uns natürlich sehr stolz. Also heute ist uns wirklich viel Trauer auch weggenommen mit dieser Geste. Und jetzt diese Trikot, ich glaube, Jovic hatte, der Sebastian Rode hatte und noch eine hatte ja diesen Trikot von Gökhan gehabt. Und die haben das auf ihren eigenen Leib getragen, diese Bilder von meinem Bruder oder von allen neun. Das ist einfach unbezahlbar. Das macht uns einfach glücklich. Ich wollte weder mich irgendwie als Held oder sonst irgendwas hinstellen. Es galt wirklich einfach nur den Familien. Ich habe am selben Tag viele Zitate gelesen von den Familien, von den Eltern, die mich sehr mitgenommen haben. Ich meine, wir sind Fußballspieler und unabhängig von dem, dass wir samstags im Fernsehen spielen und große Spiele gegen Bayern oder Dortmund oder sonst wen spielen dürfen, sind wir auch Menschen, die nach Hause kommen und unsere Familien besuchen. Ich habe auch eine Mama zu Hause, einen Papa, die sich freuen, wenn ich nach Hause komme, sie besuchen kann. Und man muss sich ja nur mal vorstellen, dass hier einfach Kinder nicht mehr ihre Eltern oder ihre Geschwister sehen können und andersrum genauso. Und das ist schrecklich und dem wollte ich einfach Ausdruck verleihen mit der Geste, mit dem Jubel. Wir haben ja jetzt schon wieder einige Dinge, die wir gemeinsam in der Zukunft zuhaben, die wir auch machen werden. Und ich denke, das ist einfach auch ein Zeichen, gerade für die Opferfamilien, dass sie wissen, hier gibt es Menschen in diesem Verein und in diesem großen Umfeld, die zu uns stehen, die mit uns diesen Weg gehen, die uns helfen. Und ich denke, dass wir dort nicht nur ein Symbol sind, sondern einfach auch eine Kraft sind, die all den Hinterbliebenen sehr, sehr gut tut. Ich war natürlich auch stolz, dass du heute einen Fußballer auch dabei hast, der das ja nun wunderbar gemacht hatte, also auch mit unserer Aktion gegen Bayern München. Ich glaube, das hat eben nochmal einen großen Klick gemacht, weil das viel Respekt ausgelöst hat und weil es nah an den Kindern, an den Ermordeten waren. Viel im Stadion, viele Eintracht-Fans und jetzt auf einmal ist da eine Verbindung da, wo die Mutter und die Väter oder auch die Brüder, Schwestern erzählen, oh, den Fußballer fand er gut und das Spiel und gegen Bayern München war er dabei, als wir da gewonnen haben und das letzte Spiel Kovac oder so. Und da merkt man, dass da einfach viel Erinnerungen kommen, und zwar positive Erinnerungen zu den Kindern, die sie verloren haben.